Stillstand am Frankfurter Flughafen inmitten der Urlaubssaison. Klimaaktivisten der letzten Generation haben den Airport mit einer Protestaktion vorübergehend lahmgelegt. Nach Angaben der Bundespolizei gelangten mehrere Aktivisten auf das Vorfeld. Sie hatten sich offenbar durch einen Zaun Zugang verschafft. Der Flugbetrieb konnte nach wenigen Stunden auf allen Start- und Landebahnen wieder aufgenommen werden. Von insgesamt 1400 geplanten Flügen fiel rund jeder Zehnte aus. Die Polizei nahm 8 Aktivisten fest. 7 von ihnen waren in den Sicherheitsbereich des Flughafens eingedrungen. Die letzte Generation fordert von der Bundesregierung, auf einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen hinzuwirken.